Hey guys, ich heute mit meinen Freunden nach Langenfeld und ich vlogge. Wir campen und ich habe da gerade schon meine Sachen gepackt. Wir haben Zelt, Isomatratze, Decke, Schlafsack. Dann habe ich so Stuff, dann habe ich meine Klamotten und so sieht alles noch auf einen Haufen bekommen. Aber dann fahren wir los. Ich habe hier alles gepackt. Let's go. Okay. Hallo! Wer ist denn? Wir bauen jetzt ein Zelt auf. Also ich habe das Zelt nur ein paar Mal in meinem Zimmer aufgebaut. First time experience! Oh mein Gott! Es ist irgendwie nur... Ah, da können so drei Leute rein. Ich weiß noch nicht, ob ich hier längs reinpasse. Keine Ahnung. Was ist das? Schneiden. Weißt du, was ich glaube, was das ist? Hey, ist das nicht so ein Gummiband? Cinnibands. Cinnibands ist das? Was? Diese Bänder, die man hatte, die so komische Formen hatte, so wie ein Tier oder so, oder nicht? Sieht so schön aus. Ich filme das nur, damit ich nichts aufbauen muss. Go Team! Der Baum sieht voll geil aus zum Klettern. Oh, she's disrupting you. Nein. Pia, komm her! Oh mein Gott, ich hasse mein Leben. Look at my pants. Wir sind seit noch nicht mal 20 Minuten hier. Es sieht größer aus auf der Kamera. Hey, es sieht eigentlich voll groß aus. Es ist ein Zelt. Hier ist vorne. Ah, Camper. Boah, du. Hier, you. Okay. Ja, doch. Okay. Anscheinend ja nicht. Ja, anscheinend nicht. Vielleicht war ich auch eben an einer anderen Ecke. Nein, es gibt ein Vorne und Hinten bei den Dingels. Was? Okay, das ist schlimm. Tschüss. Sieht nicht schlecht aus. Wir haben jetzt hier mein Mini-Zelt, hier Jus Zweimann-Zelt und da theoretisch Dreimann. Luis? Ja. Was hast du gerade zu sagen? Nichts. Herzlichen Glückwunsch, Ju. Das ist Geburtstagskind. Habt ihr Hunger? Ich hab Stock in meinem BH. Das ist ja aus dem Zelt. Die sieht weird aus. Ich mag das. Handy, Flagge, Schiedsrichter. Das ist im Übrigen das hier. Da ist die kleine Hütte. Es ist mega schön hier. Alles ziemlich durcheinander. Das Einzige, was wir so schön machen werden, ist Essen und Spiele. Wollt ihr noch einkaufen? Ja. Also, sieht schon fast aus wie ein Zelt. Das ist unser Zeltlager. Ich habe zwar gerade die erste Tropfen abbekommen, aber egal. Das ist das Haus. Ja. Ja, ja, den Schuh. Ja, ja. Es regnet. Das spielt sehr gut mal. Sieh dich rammeln. Ja, ich hab nur. Es sieht voll nach so Camping-Dingens aus. Es sieht voll gut aus. Es gibt mir richtige Camping-Vibes. Es ist so gut. Also der Mittelplatz hier ist minimal, aber ich hatte. Oh, ja, wow. Ah nein, das reicht, wenn wir das jetzt machen. Lass mal das. Wir sind gerade in einem Zelt, wie man vielleicht sehen kann. Und wir pusten jetzt die Luftmatratze auf.
Hallo? Ju, komm mal! Marc oder irgendwer, frag mal Ju, ob wir noch eine andere Pumpe haben. Okay. Hey guys, wir haben jetzt doch einen Generator und Strom. Wow, die Sonne, das Licht ist voll cool. We were in the woods. Hinten ist unser Zeltlager. Wir haben jetzt schon für so 5 Personen Luftmatratzen aufgepustet. Shuttle. Für so 10 Meter. Ja, ich will auch. Geht doch noch. Geht joggen. Geht ihr joggen? Ja. Okay, dann Tschüssikowski. Tschö. Wow, wow. Ja. When I wake up in the middle of the night and I feel wide awake cause I've got you on my mind. I go walking out in the streets with the stars above me cause I can't go back to sleep. Hey, oh. Walking in the night with the moon and the stars, they make me feel alright. Hey ho, walking in the night, cause I can't get to sleep when I got you on my mind. See the dog that lives down the road, he's howling at the moon, cause he's like. Oh, danke. Was? Brennt auch das unten ab? Leute, ich glaube, der brennt gleich das Ganze. Ist. Explodiert gleich. Das Ding brennt normalerweise nicht. Tu das mal direkt hier drauf. Können wir einfach ein bisschen Seewasser nehmen? Ja, könnt ihr. So toll aus. Es ist gerade Nassformation. I say hey boy. Okay, jetzt kommt es richtig runter. Hier sind unsere Zelte. Es regnet jetzt. Trees cast shadows from the moon up above. And I think that the moon and me might just fall in love. I don't know why I feel this way, but I got you on my mind, so everything's okay. What the fuck? Was geht gerade? Du machst ein Apokalypse-Video. Ja, es fühlt sich gerade wirklich so an. Es fängt jetzt auch Wetten an zu gewinnen. Ja. Für mich ja kurz jetzt Reis. Hey, oh. Walking in the night with the moon and the stars, they make me feel alright. Hey ho, walking in the night, cause I can't get to sleep when I got you on my mind. Oh. And we're on our own. Boah, meins sieht richtig eklig aus, jetzt wo ich Licht drauf scheine. Sieht aus wie eine Spielbücherin. Ich sehe aus wie eine Hockeyspielerin. Hockeyspielerin. Wir finden im Übrigen die Musik hier toll von. Ich dachte, das hier ist größer. Ich auch gedacht, das wird größer. Wir haben die hier als Unterlagen, ne? Und dann haben wir noch die Inflatables. Das muss man jetzt hier irgendwie aufdrehen. Was ist das hier? Wir sind in dem fancy Zelt mit den scheiß Luftmatratzen. Das ist nass. Ja. Aber ich habe das Gefühl, weil wir die schlechtesten Matratzen haben, haben wir die realste Camping-Erlebnis. Also ist es gut, wenn es ja Sinn macht. Was ist hier gerade auf. Oh, hier ist gerade eine Unterhose geflogen. Anscheinend meine. Präsente mal deinen Pulli. Topmodel! Wow, wow, wow! Okay, zeig mal die Rückseite. Die ist cooler. Die ist cool. Die ist wow! Cool. Wow, wow, wow! Buell Car Power! Wir pushen gerade die Zähne. Und. Ich bin fertig und schmuck jetzt aus. Ich hab grad.
Man sieht, Lisa, mach mal irgendeine coole Bewegung. Hui. Hey guys, also wir sind gerade noch hier im Zelt und Mark macht, was auch immer Mark macht. Ja, ich suche. Das ist mein Vertrag. Ich dachte so. Oh, hallo. Ich gehe auf Toilette. Also es ist 12 Uhr und ich habe bis gerade geschlafen. Mitten in der Nacht war es ein paar Mal so richtig kalt, immer so. Ich bin jetzt in the woods, weil ich jetzt pinkeln muss. Ich höre pinkeln und jetzt gleich ruf ich mich rein. Oh, meine Stimme. So sieht der See aus einem anderen Winkel aus. Das ist der See. Hallo, how are you doing? Wenn ich dabei nicht sterbe, schreibe ich immer noch nächste Woche Freitag meine Mathe-Klausur. Da habe ich jetzt eine Mathe. Das ist im Übrigen das Haus. Es ist riesig. Nicht. Habe ich jetzt mit Mathe beschäftigt, nichts hinbekommen und keine Lust mehr. Mir reicht's. Luis, wie geht's dir? Ganz gut. Hast du gut geschlafen? Ja. Cool. Freut mich. Das ist der Mafia-Verteiler. Was ist das Wort? Regenschirm. Also wir spielen Mafia-Boss. Annika backt. Entweder halt. Hallo. Hallo, Marienkäfer. Und, was ist dein Wort? Wollte sie gerade echt sagen. Ruhisale. Aber ich wusste nicht mehr, wie ich den Regenschirm beschreiben will. Bist du der Mafia-Boss? Oder der Mafia? Welches Wort? Du kannst sein. Iron Man. Okay, das ist mein Frühstück. Mafia. Was ist es? Was? Ball. Was hast du gesagt? Ball. Ball? Es ist ein Ball. Also wir spielen. Oh, meine Hände. Er ist so mit seinem Arm da. Also wir spielen jetzt halt seit zwei Stunden. Sie war so die Einzige, die die richtigen Proportionen hatte in diesem Game. Wie ist das Spiel nochmal? Mafia-Game. Wir spielen Mafia-Game. Lisa, hast du es? Ich bin's nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich bin. Achso, ich hab mein Wort schon bekommen. Ne? Was war mein Wort nochmal? Ich fühle mich rein, Annika. Oder Miriam, könnte ich mir auch vorstellen. Drei, oder was meinst du? Zwei. Autobahn. Wer ist es jetzt? Lisa, was hast du für einen? Ich war es übrigens nicht. Wir haben ja auch, was haben wir? Ich weiß nicht, was du mit rein hier. Okay. Also, nicht, dass man ein Mensch ist. Jetzt wird's warm, glaube ich. Ja, ich spür's schon. Ich hier, filmen wir mal irgendwas. Indien. Afghanistan. Japan. Ich muss niesen. Portugal. Gesundheit. Griechenland. Das ist übrigens süß und niesen. Wir sind jetzt alle in einem Zelt mit den Luftmatratzen, das am besten ausgebaute Zelt, und spielen Uno, damit uns warm wird. Ja, die Luft war so. Mein Gesicht einfach. So, wir haben Pizza bestellt und sind hier gerade. Warten darauf, dass sie abgeholt wird. Bist du angezogen? Lisa war gerade wild pinkeln da. Ich war gerade da. Das ist voll das cute. Okay. Es riecht geil. Wir haben jetzt die Pizza. Wow. Ich hab 20. 20er Schwein. The couple in the group. The couple in the tent. Da ist noch ein zweites Couple. So, da ja. Ich dachte schon. Nein, aber davor. Ich dachte, judge jetzt, bevor wir zusammen waren. So. Gerade steht Skinny Dipping als Variante offen, was wir jetzt tun. Wow, beinahe gegen das Ding hier gelaufen. Wir wissen es nicht ganz. Die ist. Jetzt ist sie scared. Oh, das kam vom von Toilette gehen. Boah, ich war so irgendwas auch am Knie und dann. Hier ist hast du deine Nägel? Ja, dachte ich mir auch gerade. Und oh! Warte, Bio-Klausuren sind keine Deutsch-Klausuren. Warte, stell dir eine Matheaufgabe. Ja, aber sind nicht zu schwer, Warte. Okay. 40 mal 4. 48. Das 48. Hast du mich eben gefragt. Ja, ja, genau, aber das war 8 mal 6. 48. X hoch 2 gleich 36. Was ist X? Was? 6. Piep. Wow. 6. Okay. 7 mal 9. 3 mal 3. 63. 3 mal 3. Was hast du nicht gesagt? 3 mal 3. 12 mal 12. 144. Bro, warum bist du so? Anichi. Aber das Ding ist, ich bin auch größer als ihr beide. Ich bin größer. Ich bin einfach eben
Mann. Genauso wie gerade, oder? Ja, Locker. Ist das von Mickey? Meinst du, das ist gut, dass aus du ihn. Aus dem Stand traurig. Laut! Ja, mach mal. Mach bei mir so. War ordentlich leise. Ja. Später, als alle wach waren, war der so. Ich hab mal und war auch aber. Ja, ich hab mal gesagt. Ich bin. Waffen. Mhm. Power. Oh mein Gott! So sagst du. Oh mein Gott! Ich bin immer so. Oh mein Gott! Toto, ich kann etwas Kurikure und nicht Kurikure. Das kann so. Aber nicht so. Aber nicht zu. Okay. Marc, Miki, hast du noch Decken von Bego? Hey! Schlafen heute zu 6 in einem Zelt alle. Annika, nichts, oder? Was? Hast du Decken? Wir teilen uns die. Wir passen irgendwie nicht so alle. Was? Gute Nacht. Gute Nacht. Allein gute Nacht. Das ist nicht. Das nicht. Also ich habe besser geschlafen als gestern, glaube ich. Ja, ich auch. Hast du dich gedreht? Hast du mich gedreht? Guck, was ist das? Ist das ein Tier in meiner Wimper? Oder sind meine Wimpern irgendwo so? Du hast dich gedreht, dann habe ich mich gedreht. Dann hat sie sich auch gedreht, dann konnten wir uns alle nicht mehr zurückdrehen. Oh. Wir räumen jetzt auf. Ja. Hier, Fischi, Fischi. Ich. Hier ist Privatgelände von You. Warum ist der Mensch vor allem, der geht in die Richtung der Zelte? Lass mal gucken, wo der hingeht. Hat sich gerade definitiv bewegt. You, hier ist eine Wildschweinzone, ne? Ja. Hallo. Hallo. Wer war das? Lass mal. Mein Mann, als er gesagt hat, mach dir das öfter. Und ich war so. Ja, ja, so. Nein. Oh. Wenn wir nicht zu Hause gewesen wären. Ja, was hätte. An unseren Zelten geklopft. Ja, oh mein Gott, ich wäre so zu tun. Was? Oh. Fühlt sich an, als würden wir fliegen. Wir waren die Bodengänse. Enten, was auch immer. Ich hab das irgendwie nicht schmied, erst verstanden. Enjoy the sun. Den Platz. Was? Hui, ganz viele braune Blumis. Und wir waren gestern Skinny Dippen. Vorne laufen die anderen. Hier ist eine Parkbank. Das ist im Übrigen das Zelt, in dem wir zu 6 geschlafen haben. It is pretty. Pretty day at the lake. Wir haben einen Polaroid-Bildcard gemacht. Ich gehe jetzt auf Toilette. Into the woods. Wer ist da? Mikia? Mikia, ich wollte jetzt gerade. Wow, oh, es ist so matschig hier. Wir bauen jetzt gerade ab. Ja. Toll macht ihr das. Dieses Zelt da. Haben wir gerade versucht einzuräumen. Und es war voll das Struggle und es wäre voll das lustige Video gewesen. Ich glaube, das wirst du nochmal mit dem Zelt haben. Also. Also, wenn wir jetzt das abbauen, das wird ein Spaß. Soll ich auf Zeitraffer machen? Ja. So long, silent movies. Ich wette, wir haben irgendwelche Hörigen. We did it. Also, wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit, bis wir abgeholt werden. While your dance is on the screen. Das ist nicht cool, mal schauen. Hier ist noch meine Unterhose. Mein Vater holt ab. Ja, oh. Ja. Oder. Hey, Annika? Abstimmung. Annika? Annika? Was war Annika? Was hast du? Ich hatte Hurricane. Ja. Ist das Wow. Next. Body Pillow. Hey, wir spielen wieder Body Pillow. Okay, sag eine Zahl zwischen 1 und 7 dieses Mal. Zahl zwischen. 3. Ich sag 6. Ich. Das ist Wort. Tennisaufschlag. Menschenersatz für. Ich weiß nicht, was man sagen soll, aber Menschenersatz. Ja.
Ja. Squishmallow? Nein. Was? Ich will, dass du mir das nochmal sagst, ich hab's vergessen. Ding, dong, dong. Eins von beiden. Also. Okay, los, abstimmen. Eins, zwei, drei. War es? Nein. War ich? Nein, jetzt müsst ihr noch abstimmen. Ich kenn sie noch. War sie? Ich glaube, ich war's. Ihr habt alle unterschiedliche Wörter gehabt. Okay, also wir tragen jetzt gerade meine und Lisas Sachen alle nach da hinten, den ganzen Weg entlang. Anichi, ja. Got some statements to say? Es war cool, es war wirklich cool. Können wir nochmal machen? Zitat Marc. Ich hoffe, wenn es wärmer ist, können wir das so für längere Tage machen. Wollte noch, hast du noch ein letztes Wort zu sagen? Dann müssen wir das trotzdem. Positive Message kommt jetzt. Was könnte die positive Message heute sein? Egal wie schwer es ist und wie krass es stürmt, ihr habt immer ein Zelt, das euch schützt. Und das stehen bleibt. Und genau. Vielleicht ist das Zelt. Vielleicht sind das Zelt eure Freunde, die euer Support-System sind. Oder vielleicht eure Familie oder ihr selbst einfach. Oder ihr selbst, denn ihr könnt das auch selber sein. Wenn ihr keinen habt. Wir haben nämlich auch keinen. Ja. Also, schon, aber. Aber so manchmal. Und ihr müsst lernen, mit euren Gedanken selber auszukommen. Und wenn ihr das macht, dann hilft es euch voll krass. Und ihr müsst eure eigene Gesellschaft lernen zu genießen. Quality Time mit euch selber. Genau. Und nehmt euch auch Zeit. Nehmt euch Zeit und macht coole Sachen alleine. Genau. War cool? Ja. Danke fürs Tragen helfen. Danke fürs Tragen helfen. Danke, dass wir da sein mussten. Sag deiner Mom nochmal danke. Okay, ist wieder zu Hause. Das war's mit meinem Video. Jetzt kommen die Outtakes. Bye. Nie gemerkt, dass der Teppich. Hey guys! Ja, okay, jetzt ist es durch. Wir. und dann ist Marc noch so. Danke! Danke, Juni! Werden probably. Ich hab heute meinen Mund gefallen. Ich war gerade Pipi machen hinterm Haus. Ich will, dass hier oben für uns rumläuft. Oh, ich wusste, nee. Gambaro.